Oh Mann, es ist schon wieder Weihnachten und ich bin schon wieder viel zu spät mit meinen Geschenken dran. Jetzt muss ich was selbst machen, weil keine Geschäfte geöffnet sind. Das Jahr ist jetzt schon wieder fast vorbei, ging jetzt tatsächlich am Schluss doch noch super, super schnell rum. Und normalerweise kaufe ich tatsächlich meine Weihnachtsgeschenke größtenteils immer ein. Und da versuche ich auch immer zu schauen, dass das Geschenke sind, die auch praktisch sind und man sie nicht einmal nur bekommt und man sie dann halt eben nicht benutzt. Deswegen sind das hier auch alles größtenteils Dinge, die praktisch sind. Wie zum Beispiel hier sowas. Man kann davon nie genug haben. Die sind handgemacht und aus wirklich, wirklich schönem und einzigartigem Holz. Und hier die Notizzettelhalter, die Klemmbrettklemm findet ihr übrigens in meinem Shop. Ich bin totaler Fan von diesen Teilen. Ich benutze jeden Tag in der Werkstatt, in meinem Büro. Und dann noch zu guter Letzt hier dieses kleine Servierbrett oder Schneidebrett. Das finde ich, was ich hier benutzt habe, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Das hier bekommt halt eben die Oma. Ich denke, darüber freut sie sich schon. Tatsächlich soll es das für das heutige Video gewesen sein. Ich habe mal nicht ganz so viel geredet. Ich habe eher mal nur was gemacht und nichts dazu gesagt. Und abschließend wünsche ich euch eigentlich alle fröhliche Weihnachten. Verbringt mit den ausgewählten Personen, die ihr halt eben besuchen könnt oder die halt eben zu euch kommen können. Verbringt eine schöne Weihnachten und bleibt gesund. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.